Hallo zusammen, dies ist ein Hintergrund aus der Serie Hintergründe und Texturen, ich glaube die Nummer 5 und er ist noch sehr monochrom für mich, ich möchte da noch etwas dran ändern und vielleicht einige Elemente etwas zurücknehmen, dafür andere wieder mehr betonen. Hier an dieser Seite zum Beispiel würde ich gerne etwas abdunkeln. Und dazu kann ich mir aus den Farben, die auch für den Untergrund verwandt wurden, aus einem Indigo, einem Siena, etwas Transparentes mischen und das dann darauf auftragen, darüber auftragen. Und so verschwindet diese helle Stelle unter einer Lasur. Solche Lasuren können auch dazu dienen, diese weißen Stellen einzufärben. Das heißt, mit einer dünnen Siena-Lasur bringe ich auch an einigen Stellen Wärme ins Bild. Nun ein Detail, hier an dieser Form seht ihr, wie ich die helleren Stellen nochmal mit einem Weiß zusätzlich höhe, also betone. Dadurch wird diese Form prägnanter, sie hat einen höheren Kontrast und kommt auch deutlicher nach vorne. Hier beginne ich schon mit einer hellen Farbmischung, den Hintergrund zu definieren. Das ist also die Negativmalerei. Ich überlege mir bzw. ich entwickle das so Schritt für Schritt, was ist jetzt Hintergrund und was ist Vordergrund. Und alles, was Hintergrund ist, wird hier in diesem Fall für mich hell oder weiß. Später werde ich dieses Weiß nochmal mit einer anderen Farbe übermalen, doch dazu eben später. Bei so einem komplexen Bild springe ich meistens im Bild hin und her an verschiedene Stellen, um die Negativmalerei einzufügen. So kann ich besser herausfinden, welche Formen für mich im Vordergrund wichtig sind und welche verschwinden. Hier seht ihr, ich beginne mit einer Mischung aus Weiß und Indigo, also einem Blau, diesen Hintergrund zu gestalten. Und später werde ich auch die jetzt schon weiß gemalten Hintergrundflächen ebenfalls im Blau malen. Ja, im Zeitraffer geht das ziemlich flott. In der Realität dauert es etwas länger, das ist klar. Manchmal muss man auch Stellen zweimal übermalen, damit der Auftrag etwas gleichmäßiger wird. Und mitunter muss ich auch Stellen wieder zurücknehmen.
Und genau das, was ich jetzt gerade mache, habe ich eben schon mal gemacht. Nach dem Trocknen wird die Farbe immer noch mal blasser und ich wiederhole diesen Vorgang der Weißhöhung, damit ich ein entsprechendes Ergebnis habe. Hier schaue ich wie immer wieder zwischendurch auch nochmal aus der Ferne auf die Komposition, um zu entscheiden, wo Elemente verschwinden sollen bzw. wo ich ein Element noch hinzufügen soll. An dieser Stelle habe ich mich entschieden, dieses schlangenartige Gebilde links und rechts so ein bisschen aufeinander zu beziehen, also rechts oben, links unten. Und beide etwas plastischer zu gestalten, indem ich weiß und verschiedene dunkle Lasuren als Schatten einfüge. Das kennt ihr ja schon von mir, das sind die berühmt-berüchtigten Blasen oder Bubbles. Irgendwo in fast jedem Bild zu entdecken. Diese Bubbles stehen für mich für Leichtigkeit auf der einen Seite, aber auch ein bisschen für diese Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit, dieses Unbeständige. Ja, also hier mein Ergebnis. Im Film sieht man es eigentlich nicht. Die warmen Farben sind eigentlich noch etwas intensiver. Der Eindruck ist hier einfach kühler, als es im Original ist. Aber manchmal gibt der Film das halt nicht so richtig wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!